Noch mal ein Beispiel zu Structs. Ich hätte gerne eine Liste an Punkten, jeder Punkt mit einem x-Wert, einem y-Wert, ein zweiter Punkt mit einem x-Wert, einem y-Wert, nehmen wir mal erster Punkt, zweiter Punkt, einen dritten Punkt mit einem x-Wert, einem y-Wert. Das soll nicht als Array mit zwei Einträgen abgespeichert werden, sondern das soll eine Struct sein jeweils. Ich schreibe mal ganz formal dazu, Instanz von Struct. Eine Instanz von Struct. Struct ist der Bauplan. Das echte Ding heißt dann Instanz. Das sollen alle Instanzen einer bestimmten Struct sein. Als Liste hintereinander mit Float-Werten drin. Die Koordinaten am besten als Float-Werte. Da haben wir nicht ganz so viel Platz wie bei Double. Typischerweise wird es reichen. Und eine Funktion, die Folgendes kriegt. Eine Funktion, die als Eingabe hat, diese Liste, wie oben, so eine Liste, und ein Rechteck. Wie beschreiben Sie ein Rechteck? Typischerweise beschreibt man das mit zwei Angaben. Man gibt den Punkt links oben an und man gibt, also hier xy für den Punkt links oben, und man gibt die Breite an, w, und die Höhe an, h. So beschreibt man üblicherweise ein Rechteck. Und die Ausgabe soll sein, die Teilliste aller Punkte, die im Rechteck sind. Teilliste, nur alle Punkte aus dieser Liste, alle Punkte, die im Rechteck sind. Und im Rechteck soll heißen, sie dürfen auch auf der Kante liegen, sage ich mal ganz dreist. Die im Rechteck liegen. Einschließlich Kante. Und einschließlich Ecke. Probieren Sie das mal in C hinzuschreiben. Also erstmal so eine Datenstruktur zu definieren. Daraus eine Liste zu bauen, und wie sehe jetzt eine Funktion aus, der ich diese Liste gebe, der ich ein Rechteck gebe, diese vier Gleitkomma-Werte, xy für den linken oberen Punkt, Breite, Höhe, und diese Funktion soll mir eine Liste zurückgeben, eine Liste aller Punkte, die in dem Rechteck sind. Das mal hübsch hinschreiben. Eine Idee zum Üben, zum Vokabellernen an der Stelle ist nicht sofort nachzuschlagen. Versuchen Sie erst nachzudenken. Der Effekt ist größer, wenn Sie erst versuchen, sich das selbst herzuleiten sozusagen. Wie müsste es denn jetzt eigentlich ausgesehen haben? Was sind die Zutaten? Wo könnten Schweifklammern kommen? Denken Sie erst drüber nach. Bringen Sie erst Ihr Gehirn in Aktion und im Zweifelsfall gucken Sie dann nach. Aber hoffentlich wissen Sie dann schon, wie es geht. Ich will also eine Struct haben. Ich schreibe die jetzt vor die Funktion davor. Man könnte auch innerhalb der Funktion arbeiten, aber dann ist die Struct natürlich auch nur innerhalb der Funktion verwendbar. Ich will eine Struct haben, die nenne ich sinnvollerweise Punkt. Die nenne ich nicht Punkte, ich möchte einen einzigen Punkt beschreiben mit dieser Struct. Deshalb nenne ich die nur Punkt. Das können Sie sofort dann hinschreiben, Schweifklammern, Semikolon in C und C++ am Ende. Und woraus soll ein Punkt bestehen? Er soll eine Gleitkommazahl haben für x und er soll eine Gleitkommazahl haben für y. So soll ein Punkt aussehen. Ich habe das hier gesehen. Problem ist, wenn Sie Bindestriche haben wollen in solchen Namen, der Bindestrich ist ja dasselbe wie der Minusstrich für die normalen Entwicklungsumgebungen. Deshalb ist das hier verboten. Es wäre nicht zu unterscheiden von x-Koordinate. Ein Bindestrich im Variablennamen ist in C verboten. Sie können allenfalls einen Unterstrich machen, aber x und y ist doch wunderbar. Das reicht uns doch. Das wäre die Struktur für den Punkt. Und damit ich die ordentlich verwenden kann in C, schreibe ich typedef struct Punkt Punkt. Dann kann ich sagen, einfach einen Punkt nennen statt Struct-Punkt nennen. Die Länge des Variablennamens hat keinen Einfluss auf den Speicher. Also wenn Sie den so nennen wollen, bitteschön, das hat keinen Einfluss darauf, was nachher dann wirklich kompiliert wird. Was nachher beim Rechner ankommt, ist ja nur die Speicherstelle, in der das gespeichert wird.
Der Name ist nur für uns als Menschen, die das lesen, und für den Compiler, damit der Compiler weiß, wovon ich rede. Aber das, was nachher bei der Maschine unten drunter ankommt, ist ja nur, welche Speicherstelle das ist. Die Maschine weiß nichts mehr von dem Namen. Mit Körnchen Salz wieder zu nehmen, der Debugger weiß schon was von dem Namen, aber erstmal in erster Näherung weiß die Maschine nichts von dem Namen. Also es braucht jetzt nicht länger oder braucht nicht mehr Speicherplatz, weil sie einen langen Namen genommen haben. So, und das soll ich vielleicht trotzdem nochmal sagen. In dieser Sprache, sie wird kompiliert, diese Sprache wird kompiliert, die wird übersetzt. In anderen Sprachen, wo jetzt wirklich live gelesen wird, kann das anders sein. Ein Takt für einen Punkt. Jetzt will ich ein Array davon haben. Das muss man auch noch mal haben. Ich schreibe das noch mal so zum Vergleich hin. Wenn Sie ein Array haben wollen von ganzen Zahlen. Ganze Zahlen, das Array soll A heißen. Die eckigen Klammern, um zu sagen, es soll ein Array sein. Und dann schreiben Sie da eine Initialisierung hinter. Und jetzt analog gebaut. Ich möchte kein Array aus ganzen Zahlen, ich möchte ein Array aus Punkten. Es braucht einen Namen. Ein dummer Name wäre Punkte für das Array. Der Typ ist Punkt. Das habe ich oben gebaut. Das ist diese Schablone, das ist der Typ. Die Sorte an Ding, die dann drinnen steht. Jetzt eine selbstgebaute Sorte. Int ist eingebaut. Punkt habe ich selbst gebaut. Der Name soll Punkte sein. Sie sehen, ich schreibe die Namen von Variablen schreibe ich klein. Die Namen von Typen schreibe ich groß. Schon in Vorausschau auf das nächste Semester. Das muss man nicht so machen. Sie können hier Punkt auch mit einem kleinen p schreiben und hier Punkte mit einem großen p. Das ist einfach dann Konvention, wie man es macht. So ein bisschen Ordnung halten sozusagen. Jetzt brauche ich die eckigen Klammern dahinter und ich muss es initialisieren. Und ich initialisiere es nicht mit einzelnen Zahlen, sondern auch wenn diese Klammern da drin jetzt eigentlich überflüssig wären, in c, aber auch das schon mal, damit wir uns an der Stelle an Sauberkeit gewöhnen, schreibe ich die einzelnen Punkte, die ich da jetzt reinschmeiße, in das Array auch mit Schweifklammern. Sagen wir 1.2 für x und 3.4 für y, 5.6 und 7.8, 9.0 und 3.14 und 2.7 und 1.6. Dann haben wir alle wichtigen Konstanten dabei. Leerzeichen oder nicht? Ich lasse hier Leerzeichen mal weg, oder? Nee, ich mach doch mal, wir haben genug Platz. Ich mach doch mal Leerzeichen dazwischen, sieht etwas freundlicher aus. Der Maschine ist es egal an der Stelle, ob sie ein Leerzeichen haben oder nicht. Damit habe ich, Sie sehen, falsche Stelle. TypeDef muss natürlich da drüber. Was? Müsste ich hier Struct-Punkt schreiben. Damit habe ich ein Array gebaut. Den hier kann ich, glaube ich, mal wieder wegnehmen oder ich kommentiere ihn mal aus, dass wir es nochmal als Vergleich haben. Also wenn Sie dieses Array verstanden haben mit ganzen Zahlen, dann sollte es keine Aktion sein, ein Array aus Punkten zu bilden. Und jetzt wollte ich eine Funktion, die dieses Array daraufhin überprüft, ob die einzelnen Punkte in einem vorgegebenen Rechteck sind. Sie haben das alle noch nicht als Funktion geschrieben, deshalb schreibe ich es jetzt auch nochmal nicht als Funktion, dann wird es vielleicht einfacher. Ich gebe vier Sachen vor. Ich gebe vor, was ist die linke obere Ecke meines Rechtecks, die nenne ich einfach mal x und y. Einige hatten dafür schon ein weiteres Struct gebaut, könnte man auch machen, noch ein weiteres Struct für ein Rechteck, x, y, breite Höhe, auch mit Floats natürlich. Ich mache es jetzt mal erstmal zu Fuß und wir basteln dann weiter. Das soll jetzt der obere linke Punkt sein. Ich gebe die Breite vor, nenne ich einfach mal W und nicht Width. Sagen wir mal, die Breite soll sein 1,1. Hübsch schon mit Leerzeichen da. Und die Höhe, ich schreibe auch nochmal H und nicht Height. Die Höhe soll sein 2,2. Jetzt will ich dieses Array an Punkten durchgehen, das hatten Sie auch soweit, natürlich mit einer For-Schleife, for int i gleich, vielleicht auch noch ein Leerzeichen, so. Spannend ist, na, wie lang ist das Ding? Das ist ungeschickt, ich muss mir anscheinend irgendwo merken, wie lang es ist. Anzahl Punkte, ich schreibe es jetzt mal ganz brutal zu Fuß rein,
Vier Punkte sind es offensichtlich. Also i kleine Anzahl Punkte. Na, komm schon. Und i plus plus. Jetzt will ich feststellen, ob der Punkt Nummer i in dem Rechteck ist. Soweit waren auch noch alle einverstanden. If, ich würde dann sofort hinschreiben, runde Klammern, Schweifklammern. Andere Entwicklungsumgebungen machen das dann vollautomatisch. Dann haben Sie schon mal eine Schablone zum Ausfüllen. Dann haben Sie sozusagen das Vokabellernen an der Stelle schon mal abgehakt. So ist die Vokabel, if, runde Klammer, Schweifklammer. Und jetzt muss man versuchen, das zu garnieren. Ich will offensichtlich den Punkt mit der Nummer i haben und jetzt gucken, ob der Punkt mit Nummer i hier drinnen ist. Ich denke, da lasse ich Sie jetzt alle nochmal selber basteln. Wie schreiben Sie die Bedingung? Der Punkt mit der Nummer i soll in diesem Rechteck sein. Wenn er drinnen ist, merken wir uns den Punkt. Das ist noch eine andere Geschichte. Da basteln Sie auch nochmal, nachdem Sie die Bedingung hingeschrieben haben. Wie müsste denn das jetzt eigentlich stattfinden, dass man sich den Punkt merkt? Und hier oben nochmal die Bedingung. Hier müsste was drinnen stehen von Punkt Nummer i ist im Rechteck. Das irgendwie hinschreiben. Formulieren Sie das mal aus. Ich hatte stillschweigend was vorausgesetzt. Ups. Wenn man mit Rechtecken auf dem Bildschirm arbeitet, hat man typischerweise so ein Koordinatensystem, das x nach rechts zeigt und y nach unten zeigt. Ups, das hätte ich verraten sollen. Ich sehe gerade, dass das nicht klar ist. Da muss man erst mal drauf kommen. Aus traditionellen Gründen sind die Koordinatensysteme auf dem Bildschirm üblicherweise so, in der 3D-Grafik dann nicht mehr, aber in der 2D-Grafik hat man typischerweise so ein Koordinatensystem. Der Ursprung ist links oben, weil es da auch im Speicher losgeht aus traditionellen Gründen. Früher, wo man eben noch wirklich einzelne Buchstaben nur auf dem Bildschirm hatte, nicht Pixel adressieren konnte, wo man einzelne Buchstaben hatte, ging es eben in Leserichtung Buchstabe um Buchstabe von links oben durch den Speicher. Da fängt der Speicher an links oben und deshalb liegt jetzt traditionellerweise der Ursprung links oben, im Unterschied zur Mathematik. Y wird nach unten gerechnet. Das müssen Sie an der Stelle dann berücksichtigen, dass die Y-Achse nach unten zeigt. Diese Bedingung hier. Also Sie gehen nicht die X-Koordinaten von links nach rechts durch oder sowas. Sie gehen diese Liste an Punkten durch. Da muss ich doch noch so einiges zu sagen. Sie können jetzt hier nicht schreiben, Großpunkt von i. Zumindest nicht in meinem Programmchen. Punkt war bei mir ja der Typ. Eine Schablone. Eine Schablone ohne Inhalt. Der Inhalt wird ja erst später geliefert. Hier liefere ich Inhalt. Das hier ist die reine Schablone, der Name einer Schablone. Da sagt mir der Compiler, ja, was soll ich denn damit jetzt anfangen? Das Ding hat keinen Inhalt. Es ist nur ein Bauplan. Es ist nicht das wahre Ding. Sie müssen hier jetzt etwas Lebendiges angeben, nicht die Schablone. Und das Lebendige wäre, aus diesem Array Punkte, nehmen wir den Nummer i. Sowas. Aus dem Array Punkte gibt mir die Nummer i. Das ist jetzt vom Typ Punkt großgeschrieben. Und deshalb können Sie es fragen, was ist dein x-Wert? So sieht das dann aus. Also aus einem Array grabe ich einen Struct raus und dieses Struct hat jetzt einen x-Wert. Punkt. Um auf dieses Trakt zuzugreifen. So, jetzt möchte ich wissen, der soll oberhalb von x liegen, größer gleich x oder gleich x sein, Kante war ja erlaubt, und er soll unterhalb oder auf x plus Breite liegen. Das können Sie eben nicht, wenn der Mathematik in 1 schreiben, x kleiner gleich Punkt i von x kleiner gleich, geht nicht. Das müssen wir mit und schreiben. Und dasselbe für, das analoge für y, ich schreibe einfach mit und weiter auf der nächsten Zeile, damit es nicht ganz so unübersichtlich wird. Dasselbe für y. Y soll liegen zwischen y von links oben und y soll liegen zwischen y am unteren Ende plus Höhe. So hätten wir das dann. Was anscheinend keinen mehr irritiert hat, das ist gut, dass hier ein x vorkommt und da ein x vorkommt. Diese beiden Variablen haben nichts miteinander zu tun. Dieses hier ist die x
der X-Eintrag, das X-Element aus dieser Struct. Da steht X. Und dieses hier steht ohne alles weitere davor. Dann ist offensichtlich das gemeint. Also der Compiler hält dieses X und das X auseinander. Man gewöhnt sich irgendwann dran, dass das einfach dann funktioniert, so auf diese Weise. Es scheint naiv dasselbe zu sein, aber hier ist es Punkt X, der Eintrag, das Element, sollte ich sagen, das Element namens X aus dieser Struct. Und hier steht es ohne weiteres, nichts davor, dann muss wohl dieses X gemeint sein. Führt zu keinen Verwirrung. Hier habe ich jetzt geschrieben, Punkt merken, was wir schon diskutiert haben, was nicht funktionieren wird. In C nicht funktionieren wird. In C++, die Leute aus dem Projekt haben ein bisschen schon gebastelt, in C++ sehen Sie, da gibt es sowas wie Anhängen an eine Liste, Pushback, Append, solche Funktionen. In C++ gibt es Datenstrukturen, die das tatsächlich dann schon können. In C wird man das anders lösen, klassischerseits. In C wird man erstmal zählen, wie viel man hat. Int Anzahl, ich schaue mal Ergebnispunkte. Ist das ein schöner Name? Int Anzahl Ergebnispunkte, sage ich mal. Ich zähle erstmal mit. Wie viel Platz brauche ich denn für mein Ergebnis? Dann reserviere ich den Speicherplatz und dann kopiere ich es rein. So wird das in C typischerweise aussehen. Sieht man, wenn man sich die, zum Beispiel die Windows-Programmierschnittstelle anguckt, da gibt es das an vielen Stellen. Ich kann einmal fragen, wie viele Ergebnisse sind es denn? Und dann hole ich erst die Ergebnisse und habe zwischendurch dann genügend Speicherplatz reserviert. Hier dasselbe. Ich gucke erstmal, wie viele Ergebnisse habe ich denn? Jetzt kommt Memory Allocate. Und damit das geht, muss ich natürlich hier die Standard-Lib drin haben. Include Spitze Klammern, weil es zum System gehört, Standard Library, stdlib.h. Ich glaube, das lasse ich Sie dann doch mal echt selbst schreiben. Klar ist, da muss jetzt stehen Memory Allocate von irgendwas. Ein Funktionsaufruf, sowas. Und sicherheitshalber, damit ich es nicht vergesse, am Ende sollte dann auch wieder der Speicher freigegeben werden, selbst wenn das bei Programmende dann automatisch passiert. Aus Sicherheitsgründen gebe ich ihn auch wieder frei, damit wir es nicht vergessen, dass er freizugeben ist. Da dichten Sie mal, da versuchen Sie sich zu überlegen, was denn da passieren muss. Was kommt aus Memory Allocate zurück? Was muss hier auf der linken Seite stehen? Was für eine Sorte Ding? In den Klammern von Memory Allocate sagen Sie, wie viel Platz Sie haben wollen. Wie viele Bytes will ich jetzt haben? Das sagen Sie in den runden Klammern von Memory Allocate. Bestimmen Sie, wie viele Bytes Sie haben wollen. Und dann kommt nochmal diese Schleife. Das ist hochgradig uneffizient, wie das dann eben in C gemacht wird. Ich suche zweimal, einmal zum Zählen und einmal zum Kopieren. Es kommt nochmal diese Schleife, wo ich gucke, ob denn Punkt Nummer I stimmt. Und hier kommt wirklich das Kopieren in diesem frisch bereitgestellten Speicherplatz. Und hier vor dem Free würde ich natürlich damit arbeiten, irgendwas tun. Und dann gebe ich es zum Schluss wieder frei. Versuchen Sie mal, die Lücken zu füllen. Was schreiben Sie hier in das Memory Allocate? Wie kopieren Sie und wie sieht das mit dem Free aus? Das mit dem Free dürfte das Einfachste sein. Das hier ist der schwierige Teil. So, das Memory Allocate, da muss man doch noch ein bisschen basteln. Ich muss also sagen, wie viele Bytes an Speicher möchte ich reserviert haben vom System? Nämlich so viele, wie dieses Ding an Bytes braucht, die Struktur namens Punkt, so viel wie die braucht, mal wie viele Ergebnispunkte ich speichern muss. Das muss da stehen. Die Anzahl Ergebnispunkte, deshalb ja die erste Vorschleife, ich möchte wissen, wie viele Punkte ich denn unterbringen muss. Anzahl Ergebnispunkte mal wie viele Bytes diese Struktur braucht. Sie sehen, die braucht, egal was Sie wissen über Float und so weiter, die braucht sowieso mindestens 2 Bytes. Das braucht mindestens ein Byte, das braucht mindestens ein Byte. In der Tat braucht er hier oben 4 Byte und der da unten braucht nochmal 4 Byte. Insgesamt braucht das Ding 8 Bytes.
Man könnte jetzt sagen, wir setzen einfach die Zahl 8 ein. Das ist gefährlich, weil der Compiler sich entschließen darf, mehr zu machen als die 8. Wenn es geschickter liegt im Speicher, bei 8 wird er genau 8 machen. Aber stellen Sie sich vor, da käme 7 raus. Wenn ich alles aufsummiere, da käme 7 Bytes raus. Dann würde der Compiler typischerweise sagen, 7 ist ein krummes Ding, es liegt geschickter im Speicher, wenn ich 8 nehme. Also Sie können nicht einfach hier zusammen addieren. Im Zweifelsfall will der Compiler mehr Platz sehen. Dafür gibt es dieses Size-Off. Ich frage den Compiler, sag doch mal, wie viel Platz willst du denn für so ein Ding von der Sorte Punkt haben? Dann stimmt's auch. Vor allen Dingen kann man das viel besser verstehen, wenn Sie da hinten 8 eintragen, weiß keiner, wo die 8 herkommt. Wenn Sie schreiben Size of Punkt, ist klar, wo es herkommt. Und vor allen Dingen kann ich hier noch zusätzlich was eintragen, wenn ich mich entscheide, hier auch, ich merke mir noch zu jedem Punkt einen Namen oder sowas, dann wird das Programm automatisch richtig bleiben. Wenn Sie unten 8 eingetragen haben und Sie schreiben das oben dazu, wird der Programm nicht mehr funktionieren. Lange Rede, kurzer Sinn, man verwendet unbedingt immer dieses Size of. So viele Datensätze will ich unterbringen, jeder braucht so viel. Das kommt in das Memory Allocate rein. Dann weiß das System, okay, ich muss mal so viele Bytes reservieren, hoffentlich funktioniert es. Und das Ergebnis, einige hatten jetzt ein Array da probiert, das geht leider nicht in C mit dem Array. Es muss ein Zeiger werden, also nicht so. Ergebnispunkte schreibe ich mal. Leider nicht so mit dem Array. An der Stelle muss ich tatsächlich dann mit Sternchen arbeiten. Da geht das nicht mit den eckigen Klammern. Da will C einen Zeiger liefern an der Stelle. Also hier kommt aus dem Memory Allocate, kommt vom System eine Adresse raus. Okay, an dieser Stelle im Speicher habe ich dir jetzt Platz reserviert für so und so viele Punkte, wie du mir gesagt hast. Oder es kommt einfach eine Null zurück, um zu sagen, Pech gehabt, kein Platz. Das müsste man eigentlich noch prüfen. Ich schreibe das mal wieder davor. Hier einfach nur so, ganz luschig, to do. War das 0? Das müsste man eigentlich prüfen. War der Speicherplatz schon zu Ende? Ich kriege also eine Adresse im Speicher zurück, an der jetzt so und so viel Platz geschaffen ist. Und die Adresse speichere ich mir hier in einer Variable, die ein Zeiger ist auf einen Punkt. Und das verhält sich jetzt wie ein Array. Ich habe in den alten Jahren hier noch davor geschrieben, dass hier ausdrücklich gecastet, der Typ gewandelt werden soll. Kann man lange drüber diskutieren. Ich schreibe es mal ohne das. Es funktioniert auch ohne das. Ist weniger Tipparbeit und vielleicht sogar weniger verwirrend. Dieses Ding verhält sich jetzt wie ein Array, wie ein frisch erzeugtes Array. Dieser Name, sollte ich sagen, verhält sich wie der Name eines frisch erzeugten Arrays mit so viel Platz. Und jetzt kann ich dann tatsächlich in dieses Array reinkopieren. Ich kann schreiben, Ergebnispunkte von so und so viel ist gleich Punkte von i. Punkte von i ist ein Struct mit dem xy, das kann ich mit einem Gleichheitszeichen direkt zuweisen. Auch dieses hier verhält sich wie ein Struct. Jetzt muss man hier nur ein bisschen vorsichtig sein, hier kommt ja nicht i rein an der Stelle. Bei einigen hatte ich das gesehen, wie lösen Sie das? Da kommt nicht i rein. Erstens, warum kommt da nicht i rein? Zweitens, wie kann man sich da retten? Genau das. Hier würden Sie ja versuchen, den Punkt Nummer 0 in das Ergebnis 0, den Punkt 1 in das Ergebnis 1. Sie würden genauso viele Ergebnisse schreiben wollen, weil dieses i da hinten ja steht, an dieselben Stellen schreiben wollen, sollte ich sagen. Wir würden den Punkt Nummer 300, wenn er wirklich in dem Rechteck liegt, an die Stelle 300 schreiben wollen. Aber vielleicht haben Sie gar nicht so viele Platz, gar nicht so viele Ergebnispunkte. Das wird nicht funktionieren. Hier muss ich mitzählen, die Zahl der Ergebnisse mitzählen. Ich nehme mal hier j und schreibe mal hier int j gleich 0 davor. Na, j gleich 0 davor. Und wenn ich das hier gemacht habe, muss ich dann j um 1 erhöhen. So könnte das aussehen. Also ich zähle ja jeweils mit. Sobald ich einen Punkt abgespeichert habe in dem neuen Array, quasi Array, was ich hier geholt habe, merke ich mir, beim nächsten muss ich eins weiter. Was ist an dieser Schreibweise hier mit dem int j? Warum ist das vielleicht nicht so richtig schön? Ich bin ja so ein Sauberkeitsfanatiker an der Stelle. Warum ist das hier mit dem int j nicht so wirklich schön?
Genau, es ist nicht so schön wie das Int i, weil das i in der Schleife verborgen bleibt. Außerhalb von dieser Schleife sieht keiner was von dem i. Das j ist nicht in der Schleife verborgen, es ist hinten noch zu sehen. J ist die Anzahl der Ergebnispunkte. Man könnte jetzt auf diese Weise nochmal die Anzahl der Ergebnispunkte feststellen, aber die haben wir ja schon, insofern muss ich das nicht mitzählen. Was man tun kann, man kann auch dieses J verstecken in der Schleife. Falls Sie das total irritiert, ignorieren Sie das, was ich jetzt mache. Man kann hier vorne mit einem Komma noch weitere Variablen initialisieren, einführen und initialisieren. So bleibt es in der Schleife verborgen. Das ist jetzt der Anfang der Vorschleife. Am Anfang der Vorschleife werden i und j eingeführt, beide auf 0 gesetzt. Beide bleiben in der Schleife verborgen. Und hier wird j erhöht. Das ist jetzt ein technischer Trick, damit es hübscher ist. Das j ist jetzt auch in der Schleife verborgen. Wenn Sie irritiert, ignorieren Sie das. Und dann kommen wir zum Free. Also man wird jetzt damit arbeiten. Ich würde irgendwas mit diesen Punkten machen. Und zum Schluss würde ich Free machen von diesem Zeiger. Ich gebe dem System diese Adresse, die ich vorher vom System gekriegt habe. Hier oben mit Memory Allocate kriege ich ja diese Adresse vom System. Hier gebe ich dem System diese Adresse und sage, ach, was auch immer du mir da mal reserviert hast, an dieser Stelle, die x Bytes dahinter, einschließlich, die brauche ich nicht mehr. Die kannst du jetzt für was anderes verwenden. Also das ist dann, das System weiß, welche Adresse es ihnen gegeben hat und weiß, dass so und so viele Bytes da reserviert waren. Und hier gibt es wirklich alle von diesen Bytes frei, die an der Stelle reserviert worden sind. Ich gucke mal, ob das so halbwegs funktioniert. Gibt es denn überhaupt Punkte, die hier in dem Rechteck liegen? Mal gerade gucken, 2,0... 1,1, nee, es gibt keinen Punkt, der da drin liegt. Ich lege mal wirklich einen Punkt da rein. 2,1 und 3,5. Und hier vielleicht nochmal einen, da 1,7. Und hier machen wir mal 4,6, der müsste auch drin liegen. Jetzt müssten zwei Punkte drin liegen. Mal sehen. Sehr schön, das darf natürlich dann nicht mehr da mit dem Int da stehen. Nicht Anzahl Punkte, sehr gut. Anzahl Ergebnispunkte ist das natürlich. Nochmal Make. So frisst er das auch. Mal gerade gucken, ob auch wirklich das ankommt, was da ankommen soll. Ich brauche nicht die Disassembly. Ich brauche die Locals und ich brauche die Statics. Ich führe es mal mit einem Rutsch aus bis zur letzten Zeile, bis vor die letzte Zeile. Mal sehen. Anzahl Ergebnispunkte 2, so haben wir es auch gebaut. Wenn Sie das jetzt hier aufmachen, das System sieht einen Zeiger. Und was das System jetzt ausspuckt, ist das, was an diesem Zeiger steht. Es spuckt uns nicht den nächsten aus. Jetzt muss man tatsächlich auf diesem System, zumindest in dieser Entwicklungsumgebung, muss man in den Speicher reingucken, um den nächsten zu sehen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber wir können hier vielleicht auch Ausdrücke auswerten. Watch. Ich will einen Ausdruck auswerten, nämlich Ergebnispunkte von 0. Was ist das Vorderste, was im Ergebnis war? Und ich will noch einen Ausdruck auswerten, Ergebnispunkte von 1. Der sollte ja auch reingeschrieben worden sein. Interessant. Ergebnispunkte von 1, 2, hier, der hier sieht ein bisschen sehr komisch aus, nicht? 7,1, 1,7, das ist wohl nicht irgendeine aus meiner Liste, das ist schief gegangen. Den zweiten hat er nicht richtig reinkopiert. Hier ist was schief gegangen. Ergebnispunkte von i. Ich setze hier mal einen Breakpunkt und gucke mir das mal im Detail an, was er hier macht. Gehen wir zum Breakpunkt. So, i ist gleich 1, j ist gleich 0. Jetzt sollte er kopieren. Das hat er ja eben auch gemacht. Das sieht plausibel aus, da hat er was kopiert. Und wenn ich dann nochmal ankomme, oh, da komme ich nicht nochmal an. Hier ist noch was schiefgegangen.
Ich muss in der Vorschleife über alle Punkte drüber, nicht nur über die Ergebnisse. Ich gehe wieder die ganze Liste von vorne durch. Anzahl Punkte, ich muss über alle Punkte drüber. Ups, nicht nur über die beiden Ergebnispunkte. Da hätte ich ja nur einen Teil der Vorschleife, einen Teil der Gesamtliste durchgeguckt. So, jetzt aber nochmal. Ich setze, ach, das ist nämlich, die brauchen wir nicht. Ich setze meinen Cursor hier unten hin und sage, bis Cursor ausführen. Erstes Ergebnis sieht plausibel aus und zweites Ergebnis sieht auch plausibel aus. Man kann also an ganz vielen Stellen großen Unsinn bauen. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist das als Funktion zu schreiben. Später mal.